Hold up. Unser erster Teilnehmer, Riax. Oh, Messer. Und sein Gegner, Obi-Wan Kenobi. Guten Abend. Hosen, er hat Eisenhosen. Erste Frage, was gab es früher in Minecraft, was aber entfernt werden musste? Ein White Creeper, Black Steve, Red Turtle oder ein Kappa-Skelett? Gott. Soll denn ein Kappa-Skelett sein? Ich hab noch nie was gehört von allem. Ich auch nicht. Aber was soll denn Kappa-Skelett heißen? Musst du Notch fragen. Ja, das andere sind Farben, warum ist das jetzt Kappa? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Kein, das war's. Kappa ist ein Buchstabe. Okay. Yeah. Wenn das nicht richtig ist. Okay. Ich hab keine Ahnung. Dann, Dirk sagt, es ist White Creeper. WLAN sagt, es ist ein Kappa-Skeletten. Und anscheinend habt ihr beide komplett reingegooft. Es ist nämlich der Black Steve. Boah, das hätte ich auch fast gesagt. Ich habe das nur genommen, weil ich dachte, das andere sind Farben und das nicht. Also ist es das. Boah, Kappa-Skeletten, okay. Das habe ich mir ausgedacht. Das ist smart, oder? Also ich habe auch vorher, ich glaube, ich habe einmal von Black Steve gehört, das kann ich mir hier mal einblenden. Voll rassistisch, hat einfach die Schwarzen rausgenommen. Ja, das ist voll racist, man, what the fuck. Jetziger Stand 0-0. Zweite Frage. Wie hieß die erste Version von Minecraft? Pre-Classic, Classic, Alpha? Boah, Alter. Oder Indiv? Fuck, okay. Das wusste ich mal. War es einfach. Ich weiß nicht, ob es so obvious ist oder ob das wieder so eine Trap ist. Okay, ich believe. Okay, der hat schon eingeloggt. Das ist nicht. Ja, Digga, keine Ahnung. Nehmen wir das hier. Alles klar. Wieland sagt, es ist Alpha. Rix sagt, es ist auch Alpha. Und wir haben tatsächlich zweimal hintereinander ein 0-0. Denn die Antwort ist Pre-Classic. Ich wusste, dass es Indiv nicht ist. Ja. Ein Classic kannst du auch nicht sagen. Wir werden am Schluss einfach beide 0 haben. Aber ich hätte auch gedacht, es wäre entweder Alpha oder Beta. Aber Alpha ist ja immer zuerst, ne? Ja, ich dachte, Beta war später dann. Hallo, das reimt sich. Ich glaube, Pre-Classic, das hat irgendwie nur 3 Tage gehalten. Dann gab es Classic und dann kam ja, Alpha. Was soll man das? Scheiß Fragen. Ja, gut. Ja, Robby, hast du scheiß Fragen gemacht. Echt so. Ja. Kann doch keinem entspannt worden. Tut mir leid, Bus. Auf jeden Fall, hoffentlich beantwortet ihr jetzt die dritte Frage. Ausnahmsweise mal keine Frage. Und so heißt die, In wie vielen Aquarien schwimmt ein Fisch namens Black und dann Jack, Black Beauty, Black Fuss oder Black Molly? Was? Also quasi, wie heißt der Fisch? So. Okay. Kennt ihr euch mit Fischen aus? Überhaupt nicht. Schwierig. Ich fress sie nur. Weil das ist, wenn wir es wirklich wieder beide falsch haben, dann. So, ja, ich weiß es nicht. Wie ist peinlich, ja. Okay, ich bin gespannt. Ich glaube, wir haben beide falsch. Rix meint, es ist Molly. Oh, das WLAN sagt, es ist Beauty. Ich kann nicht glauben, dass WLAN Beauty genommen hat. Aber Rix, tatsächlich, Molly ist richtig. Richtig, ich hatte auch das Beauty, Junge. Du bist nur das Jack Black und Schauspieler, ist mir was wenig. Aber es hat hier noch nichts entschieden. Denn wir haben noch 6 Fragen. Diesmal aber. Scheißfragen, Alter. Jetzt kommt nämlich Schätzfragen, ja. Und hier wird spannend, weil hier werden bestimmt Punkte verteilt. Wie viele Abonnenten hat der offizielle Minecraft-Account auf YouTube? YouTube? Boah, fuck. Okay. Ich schätze mal, Google uns ist verboten, ne? Also, ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber wer weiß, weil ich glaube, ich irgendwas nicht verstanden mit dem Nachteil. Ja, Digga. Hab eingeloggt. Ja, machen wir so. Okay. Riax sagt 3,5 Millionen. WLAN sagt, es sind 6,2 Millionen. Alter. Und es sind 8,7 Millionen. Fuck. Punkt für WLAN. 1-1. Alter, ich wollte sogar 9 Millionen sagen. Ich dachte, ich hätte das mal gelesen. Ich dachte, das ist doch viel zu hoch. Stark. Aber Riax 3,5 Millionen? Ja, ich dachte, ich hatte nur die Zahl von Twitter im Kopf. Dachte aber, Twitter war so 1 Million. Dachte mir so, auf YouTube vielleicht so ein bisschen mehr halt. Und dann. Ah, krass, okay. Ja, gut. Dann, zweite Frage. Ah ja. Stimmt. Wie viele Sättigung gibt ein Apfel mit Kommazahlen? Also es. Normaler oder ein Gap? Also, normaler Apfel. Es heißt nicht, wie viel Hunger ihr kriegt, sondern die Sättigung, genau? You know? Ja, also in Hungerpunkten, also ist ein Punkt ein halbes oder ist ein Punkt eine ganze Keule? Da stand nur eine Zahl. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch keine Ahnung, ich habe einfach die Zahl genommen. Okay, dann gehe ich damit. Ja, okay, dann gehe ich hier mit.
Steht 1-1, gell? Okay. 1-1, genau. Wie ihr gesagt, es sind straight up 3. WLAN sagt 2. Und es sind 2,4. Ja, was? Boah, Alter. Ich verarsche. Close. 2, hey. Jawohl. Also closer, aber immer noch Punkt für WLAN, 2 zu 1. Aber noch spannend, I guess. Ich dachte nur 0,5er Zahl. Dachte ich auch. Oder wäre Draw gewesen. Ja. Wie viele Klicks hat das meistgesehene Video von TS Swag? Das hast du mal gecallt, glaube ich. Ja, aber es ändert sich ja. Also jetziger Stand. Ich weiß noch nicht, wie viel deine Titan News damals hatten. Bevor ihr jetzt guckt, ist er eher eingeloggt. Was denkt ihr, was für ein Video ist das? Also entweder YouTube-Kacke, glaube ich. Okay. Ich glaube, Titan News sind wir. Ja, YouTube-Kacke war es. Es ist tatsächlich ein Pepper Woods YouTube-Kacke. Ja, ja, genau. Das habe ich mitbekommen, dass das überholt hat. Okay, WLAN sagt, es sind 100.000. Riak sagt, es sind 120.000. Und die richtige Antwort ist 168.000. Alter. Wichtig. Ja, aber Straw, gell? Ja. Ja, 2-2. Kommt noch was, oder? Nee, das war's. GG. Nee, natürlich. Wir kommen jetzt zu den besten Formaten, und zwar den Buzzer-Fragen. Macht ihr die richtige Antwort, einen Punkt, klar. Oh. Tippt ihr aber falsch, kriegt der Gegner einen Punkt, you know? Oui. Okay, okay. Genau, also aufpassen, auch nicht zu viel. Also ich einfach gar nicht. Ja. Alles klar, ready? Ja, ja. Gut, dann. Was tun Hexen, wenn sie in Lava sind? Ja, ich hab gedrückt, geht. Okay, WLAN aber? Feuerresistenz saufen. Das ist richtig. 3-2. Fuck, was soll da sein? Ja, das ist so, hä? Wo ganz bist du kurz nochmal. Drückt mal jemand, Buzzer? Hä? What the fuck? Warte, ich mach mal den nochmal. Ich hab hier den Knöpfe reset, nicht Idiot. Jetzt hat. Was? Professionell. Oh, gar, okay. Okay. Professionell wieder gemacht. Pass auf, das wird ja alles rausgekommen hier. So, nächste Frage. Mit welchem Material außer Holz kann man Sticks noch craften? Bambus. Das ist richtig. 3-3. Jesus Christ, man. Junge, was für Bambus. Ja, das wusste ich auch nicht. Ich hab gegoogelt. Und man kann mit 2 Bambus, ich glaube, 1 Stick craften. Ja. Das ist echt dumm. Wer macht denn ey, das? Ja, Bambus fahren, Bambus wechseln, die gehen mega schnell. Ja. Und es wird wirklich jetzt mit der letzten Buzzer-Frage entschieden. Das haben wir noch nie, also bis jetzt noch nie gehabt. Okay, okay. Alter, wer zieht in die nächste Runde? Riax oder WLAN? Das wird sich jetzt herausstellen. Also, wie heißt ungespielt mit echten Namen? Simon. Fuck. Nein! Noch? Ja, ja, Simon, ne? Muss ich den vollen Namen sagen? Das hast du nicht gesagt. Simon Unge, das weiß ich nicht, wie der heißt, Alter. Okay, pass auf, das ist jetzt ein bisschen weird. Also du hast nicht gesagt, dass ich den vollen Namen sagen muss. Okay, das habe ich nicht nachgestellt. Sein echter Name, also voller Name ist Simon Wiefels. Wusstest du das, wie jetzt? Irgendwas mit W wusste ich, aber ich wusste es nicht mehr genau. Okay. Ich würde aber hier sagen, dass es noch ein Stechen gibt, weil die Frage war dumm formuliert jetzt. Hallo, halber Punkt, ich habe den halben Namen gesagt. Okay, warte, pass auf. Ich suche mir schnell eine neue Frage raus. Alles klar. Ich hoffe, ihr seid ready für die letzte entscheidende Schätzfrage. Ja, 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 ja. God damn. Und das zwar... Es ist wieder gleich dann. Wie viel Herzen Unterschied gibt es von Instant Health 1 und Instant Health 2 Potions? Also was ist die in Differenz? Herzen oder in Punkten? Herzen, oder? Also Herzen, ein oder? Herz zählt ein... Also ein Herz ist gleich ein halbes Herz. Also wir haben ja 10 Herzen, also in, aber es gibt 20 Herzen. Also halbe Herzen. Okay. Ja. Also müssen wir ein halbes Herz angeben. Ja, warte, wenn wir das gleiche haben, jetzt dann nochmal stechen. Ja, safe haben wir es geil. Das weiß man da eigentlich. Und ganz kurz, weiß es jemand? Ja. Ich glaube, ja. Ich glaube auch, ja. Okay. WLAN sagt... Jetzt können wir uns gleich jetzt... Also beide falsch oder so. WLAN sagt, es sind 4. Wie gesagt, es sind auch 4 Herzen. Jesus Christus, ihr seid beide richtig, Alter. Das weiß man doch, Alter. Ja, ich wusste nicht. Junge, bist du dumm? Weißt du? Ich dachte, du machst man doch hier 2 Potions, weil hier 1 und 2 Herzen, Alter. Und die 2 halt 4. Deswegen 2 Herzen sind 4 Punkte. Okay, okay, pass auf. Ich bin halt Minecraft Pros. Diese Fragen. Ich wusste die Hälfte der Fragen nicht. Lustiger wäre es gewesen, wenn wir jetzt beide falsch gewesen wären. Und zwar gleich weiter. Yeah. Hätte ich auch gefeiert. Okay, ich habe eine gute Frage. So. Also hier muss mit einem Fact ein Gewinner stehen. So. Okay. Schau mal wieder, weil es gleich ist, wäre so gut. Das ist dann ebenfalls eine Potion-Frage, und zwar, wie viele Blöcke increased ein Jump Boost 2 Potion-Effekt?
Warte. Also increase, also von 1, also ein Block sprinten wir normalerweise und dann plus ja, quasi. Genau. Das Plus oder alles insgesamt. Nur wie viel ist increased? Increased. Ist ja wieder voll easy, hä? Yo, what the fuck? Echt? Sag mal, das weiß. Ich weiß es nicht. Ich habe immer das scheiß Hasenkit gespielt, Skywars. Das war einfach. Fuck. Ich nicht. Wir sind jetzt am Shaken, okay. Moment. Aber. Warte, Jump Boost 1 oder 2? 2 war das. Okay, dann. 1 waren doch 1,5 Blöcke, oder? Das ist eine gute Frage. Oder waren das schon 2? Also ja, Jump Boost 1, glaube ich, 1,5. Wenn man nach dem geht, müsste es eigentlich 2 sein, aber. Also insgesamt dann. Oder. Ach komm. Jelan sagt. Nein, nicht meinen Scheiß sagen, sonst sagst du erst, der weiß es wenigstens. Nee. Doch. Also Vela sagt, es sind 1,5. Riak sagt, es sind plus ein Block. Oh Gott, und jetzt ist es 1,25. Ich sag mal so, keiner von beiden ist richtig. 1,25. Näher dran ist aber... 1,25. Stimmt, keiner. Es ist 1,25, actually. Ja! Es ist 1,25. Hä? Jawoll! Ja! Seid ihr lost oder was? Ich hab's gecallt! Seid ihr lost? Geil. Das ist die geilste Frage, die ich auch gehabt habe. Jetzt gehen ja die Fragen aus. Hä, was machst du jetzt? Wie gab's ever mal? Das dritte Stechen jetzt, oder? Drei Stichfragen. Hä? Das ist das vierte jetzt schon, oder? No way, dude. Erst hat Simon, dann das mit den Herzen. Jetzt. Das ist wieder eine fucking Ding war, hä? Okay, ich hab's. Also, are you ready? Und zwar, 7. Wie alt ist Ariana Grande? Oh mein Digga. Gott. Keine Ahnung, wie alt die ist. Ja, das ist jetzt echt einfach nur... Die sieht halt geschminkt aus wie, keine Ahnung, 20, aber ist bestimmt so 50 oder so. Okay, 50. Okay, ich hoffe einfach mal, keine Ahnung. Echt kein Plan. Damn. Ich mach so. Ich habe auch keinen Plan. Die dann sitzt schon wieder. Also, okay. Zu gut. Gleich, wenn wir es wieder gleich haben. Komm, nochmal. Also, weiterkommen. Das ist so lustig. Wieland sagt 34. Wirk sagt. Auch 34. 25. Oh, lol. Mit. Ich dachte, die ist älter. Die schaut bestimmt nur geschminkt so aus. Ding, die hat doch damals ein Sam Cat gespielt. Deswegen. Und keine Ahnung. Ihr actual Alter ist 28. Okay. Somit hat der Wirk gewonnen. Oh. Ich hätte bei 33, na wobei, dann wäre es auch egal gewesen, ne? Ich hätte erst 33 gesagt. Ich fühle mich verarscht, wenn ich die Simon-Frage richtig beantwortet habe und die nur wegen dir jetzt nicht habe. Ich würde sagen, wir müssen nochmal Stechen machen. Ja. Nochmal. Sehe ich auch so. Jetzt sind wir beide 1-1. Und okay, Variakt, wie fühlt es sich an, hier als Winner nach drei Dings-Fragen rauszugehen? Unverdient. Schauen, gell?